Hallöchen, die Mina spielt wieder. Und weil ich ein Torbad bin, durfte ich gerade alles wieder machen. Weil ich nicht so gut aufgepasst habe und dann war Doom aus. Jo, wir sind immer doof. Alles ist gut. Und immer am Naschen. Und immer am Naschen. Ah, ich sterbe. Fucking hell. Bin ich vorhin auch gestorben? Ich weiß es nicht. Ich glaub schon, oder? Kaputt. So. Blöde ist, wenn man hier so auf dem Präsentierteller rumchillt, dann ist das, jo. Jetzt kommt der nächste. Wie heißt da? Revenant. Das ist doch ein Lied von der Distillers. Das ist der Leonardo DiCaprio mit Raketewaffen auf der Schulter. Harasch schon besser aus. Aus in der Leo, oder? Guck mal. Mina geht mit dem Raketewerfer zur Messerstecherei. Wo sind sie dann alle? Hopsen da unten rum. Hab ich keinen anderen. Programme sind alle richtig, ne? Ja. Ich wollte das nur mal sicher gehen, okay. Ja. Ich habe kaum noch Munition, ne? Ja, wenn sie nicht richtig sind, dann gibt es halt keine Aufnahmen. Ne? Scheiße. Ich esse hier übrigens. Ich wusste gar nicht, wie es heißt bis heute, bis gestern. Was dann? Haribo Roulette. Ah ja. Und die sind farblich anders. Min hat nämlich Süßigkeiten von mir geschenkt gekriegt. Ja. Die sind farblich so, dass man wirklich Roulette spielen kann. Ist mir aufgefallen, nur ganz nebenbei. Aber ich dachte immer, mit Essen darf man nicht spielen. Da sind die Kinder schon von Haribo versaut. Ja. Ja. Das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, finde ich. Haribo macht Kinder versaut und Erwachsene Edeltraut. Also, das ist lyrisch heute ein Feuerwerk mit dir. Mhm. Ja. Der Onkel tanzt hier. Eierkopf. Alten Scheiße. Ich fluche, wie ein alter Seemann. Alten Scheiße. Alten Scheiße. Alten Scheiße. Komm, Impi. Kakao-Dämon. Das ist mein Lieblingsgegner bisher. Oh, oh, oh. Das war der früher nicht. Bleib hier weg. Finisher, bitte. Extra für mich. Das erinnert mich an eine Story, wo einer sein Auge verloren hat und das Auge, der Augapfel, noch am Nerv gehangen hat. Aber er hat sein Auge nochmal selber hingedrückt. Ich würde mir im Affekt abreißen. Läuft doch ganz gut. Aber mir tun meine Augen weh übrigens. Das geht mir oft beim Let's Play so. Wie mein Äugelschab eben. So. Drei Roulette. Ich hab gar keinen Hunger. Ich hab einen heute Mittag gegessen. Jo, das stimmt. Gab Rollbraten. Gab Rollbraten. Von meiner Mama. Fein, 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 fein. Und gab Pilzgemüse. Und Kapuzinerkresse für mich. Die isst ja keiner sonst. Speicherpunkt erreicht. Geil. So. Gut. Jetzt würde ich gerne mal meine Waffenpunkte verteilen. Mach das mal. Tälschen du davon. Alter. Wenn ihr euch so langweilt, dürft ihr jetzt einfach vorspulen, ne? Oh, was? Das kann ja Sinn. Ich erzähl euch mal, was Haribo eigentlich bedeutet. Haribo. Ach du das mit den Waffenpunkten. Ich erzähl dir. Waffenpunkten. Haribo, das steht für Hans Rieger aus Bonn. Hast du das gewusst? Nee, das hast du mir aber schon mal erzählt. Mhm. Ich glaube, das hast du mir sogar dort erzählt, als wir Minbäcker 5 gedreht haben hier. Mhm. So, wir haben eine Prätorenmarke. Area Scanning Technologie verbessert die Effekte deiner Navigationssysteme. Was ist das hier? Verstärker. Verbessere die Effektivität von Verstärkern. Ah, das habe ich letztes Jahr nicht gerafft. Ich glaube, das ist, wenn man durch so einen Blubbel durchläuft, weißt du, dass man schneller ist und so. Merke ich eh die Halbzeit nicht. Ich mache jetzt die Area-Scanning-Technologie. Ne? Mhm. Hast du die Karte wahrscheinlich vergrößert? So, Gegenstandswahrnehmung. Die Automap deckt Erkundungsgegenstände in einem größeren Bereich auf. Das ist doch schön. Ja, das machen wir jetzt. So. Spür sind für Geheimnisse. Der Kompass pulsiert, wenn sich versteckte Bereiche in der Nähe befinden. Das ist doch perfekt für jemand wie mich, der nie was findet. Jetzt haben wir doch noch irgendwas.
Ah, Waffenpunkte. Hätte ich jetzt gern, das läuft ja super Schrot, jo. Oh, da muss ich noch ein bisschen sparen. Kann man noch was anderes Schönes machen? Beim Zoomen abgefeuerte Kugeln verursachen zusätzlichen Kopfschussschaden. Ich treffe die Köpfe ja eh nicht. Nee, dann sparen wir noch ein bisschen die Waffenpunkte. Ja. Muss ich ja nicht direkt immer alles auf den Kopf hauen. Nee, muss ich nicht direkt immer alles auf den Kopf hauen. Yeah, ich hab wieder geheilt, zack, alles weg. Doch, das klingt sehr nach mir. Ja. Ja. So, jetzt da ist der komische Geheimgang, wo eben zu war. Da war ja wieder so ein komisches Türchen. Aber das ist jetzt offen. Das ist aber bloß eine Runenprüfung. Eine Runenprüfung. Die du jetzt machst, oder was? Nee, wir machen keine... Ich habe einen Waffenpunkt erhalten, nur weil ich hier hingegangen bin. Nee, wir machen die Runenprüfung nicht. Hm. Wir gehen jetzt wieder zum blauen Türchen. Du hast ja vorhin rumgequakt, dass du gern wissen willst, was im blauen Türchen ist. Ja, mach ja auch den blauen Schädel. Ja. Was ist das noch für ein Flammen? Bestimmt hast. Oh. Oder irgendwas. Das steht unter der Einblendung unserer Webcam. Das sehen wir leider nicht, weil die Webcam davor ist. Oh. Ein blauer Schädel. So. Cool. Sesam, öffne dich. Funktioniert. Klappt. Eine Höhle ist hinten dran. Ah ja, das ist tatsächlich wie Core Damage. Sogar der Soundeffekt ist ähnlich. Ah, Sauron, guck mal. Sauron Sau. Ich finde, das sieht aus wie Saurons Auge. Sauron Weasley. Das ist doch so. Sauron Weasley. Das sagst du jedes Mal, ne? Sauron. Du hast noch gar keinen Olivenwitz gemacht. Ne. Guck mal, jetzt haben wir doch gesagt. Wisst ihr was, ich müsste mir mal Oliven hier mit zum Futtern. Ich habe Oliven im Kühlschrank. Soll ich Oliven essen gleich? Ich weiß, die sind schon länger. Folge. Die sind schon länger offen, die Oliven. Bei der nächsten Folge verderbe ich mir den Magen. Sei live dabei. Ja. So, was machen wir denn? Rüstung, Gesundheit oder Muni? Entscheide du! Nee, dann entscheiden wir. Gesundheit. Oder Muni. Du hast immer so schnell die Waffen. Warte mal ganz kurz, ich will mal kurz was gucken. Was dann? Das hier mach ich mal grad weg. Warum? Erhöht dauerhaft die maximale Munitionskapazität. Jo. Wow. Das machen wir. Munition. So. Jetzt können wir nämlich mehr Munition tragen. Kann ich auch mehr Benzin? Nö. Für die Schrottflint. Schrottflint. Munition für die Schrottflint. Benzin für die... Ich muss was verbackern. Da muss ein Hammer-High-Girl. Ich weiß nicht, aber... Das hier kann ich nicht aufheben oder wie oder was? Keine Ahnung. Wie kann ich crouchen? Kann ich crouchen? Ja. Ey, der hat das jetzt aufgesammelt, als ich auf einmal die andere Waffe... Egal. Warte, ich muss kurz nachdenken. Ja, da wechsle ich die Waffen. Wir machen gleich die Super-Schrottflinte. So. Oh, ein schönes Höllenpanorama da draußen. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mein Gamepad vibriert, wenn ich diese Schrotflinte abschieße. Ein dicker Mann mit Flammenwerferhänden. Komm her, Fetti. Jetzt neu, The Biggest Loser, die neuen Folgen. Heute nehmen wir ab. Wie heißt der Domain-Cubus? Mit der Schrotflinte, ja. Männerwürfel. Ah, ich hab irgendwie das mit Zuckobus assoziiert, weißt du? Ja. Ah! Oh, der Biggest Loser ist weg. Geil, ich stehe auf meiner Schrotflinte. Hans-Bär. Tot. Die ist echt gut, ey. Gell, du hast gesagt, das wird meine Lieblingswaffe im Spiel, gell? Ja. Hat schon recht. Boah, wow, Lost Souls, die fliegen da immer pervers nachher. Ja, oh, oh. Immer schön finishen. Batsch. Weil er seinen eigenen Raketewerfer in den Nase kriegt. Ja, das passiert manchmal. So, hier sind wir im Catwalk. Warte mal, aber Zielmarkierung. Wenn es Sauron, hast du gesehen? Dahin. Da, ja. Zielmarkierung geht in die Richtung, ne? Da kommen wir aber doch her. Moment. Bestimmt oben, oder? Au, oh, warte mal. Ah, das ist die Tür. Ist aber zu, oder? Die rot. Ja. Das heißt, da müssen wir wirklich hier lang. Oh. Ja. Okay. Das Souls, ich stück's nicht gerne runter. Wir haben ihn nicht gerne. Nö. Oh, ein Sack. Ich dachte nicht, warum Boden. Oh, Feuer ist heiß. Auch hier bei Doom.
Musik. Sondern die Chore. Chöre. Chore. Metal Chore. Metal Chore, ja. Es sieht wirklich geil aus. Also ich finde es wirklich immer noch mal irgendwie ein bisschen beeindruckend. So, es gibt jetzt noch mal hier so ein Prätorenmarkenteil. Ja, häme mich mal. So. Oh, guck mal. Während du mich hier knuddelst, ne, bin ich getötet. Yes. Hab ich gut gemacht, gell? Hör auf, ich verreck sonst. Nee, du kannst mich ruhig festhalten. Tut mir auch gut. Alter. Ich bin leider tot. Hat er dich gefressen jetzt? Jo, aber guck mal, wie? Der hat voll die Stücke aus mir rausgebissen. Könnte am Min Danke sein. Bitte. So. Ah, mein Augen tun mir weh. Willst du eine Sonnenbrille haben? Nee, das bringt ja. Nee, das ist ja blöd, wenn wir beide mit Sonnenbrille gucken. Einer muss ja seine schönen Augen. Bei der nächsten Folge wird Min Becker wieder seine Sonnenbrille ausziehen. Ah, das ist ja gespannt. In 2 Tagen geht's los. Tatsache. Was ist denn das? Zombies, die Kuh. Gestern haben wir eine Zombie-Serie geguckt, die hieß Eilzombie. Ja, die war cool. So ein Mädel, was ein Zombie ist. Wobei ich mich immer noch frage, warum die sich nicht verhält wie ein Zombie. Das kommt doch noch raus, bestimmt. Das kommt doch raus, ja? Bin gespannt. Heißt, ich soll auf dich warten. Nee, musst du unbedingt. Aber bist du doof? Kannst du mir erzählen, wenn unbedingt. Wenn ich die Geilheit nach dieser Serie packt, kannst du so richtig gucken. Ich glaube, Jetzt! Ich würde die gerne mit dir gucken. Ja, komm, friss deinen Darm. Oder was auch immer das noch war, was mir in den Hals gestochen. So. Bin ich hier noch richtig equipped oder hol mir doch besser was anderes? Ich habe immer so wenig Munition. Komm mal, Raketenwerfer. Den benutze mehr so selten. Man muss einmal mit Raketen werfen. Ich bin mit großen Dingen manchmal überfordert. Nicht stimmt. Da war ja wieder nichts. Hinter dir. Warte mal. Da ist direkt einer hinter da, ja. Was ist der Spielverderber gewesen, wenn du so wenig Energie hast? Lebensraum. Hals. Hals. Hals Angels oder was? Hals Angels. So. Schleusel zu Hause. Und dann? Oh, der Platz ziemlich oft. Gut, wie sieht das dann hier health-mäßig aus? Holen wir mal noch das noch hin und mit. Gut. Anna Waff. Die super Schrotflinte. Ich weiß nicht, wieso ich Schrotflinten so geil finde. Kann ich nicht erklären. Das Schöne bei der Doppelläufigen und bei Doom ist ja, dass man richtig so in die Gegnerin rennen kann und dann ja, abdrückt. Ja, ich glaube, das mag ich auch einfach da dran. Das mochte ich bei Far Cry auch übrigens schon sehr gern, also bei Far Cry 3. Bei Far Cry 4 fand ich die Schrotflinte irgendwie nicht mehr so gut. Oh, das Schöne bei Doom ist auch, dass man sich nicht unbedingt die ganze Zeit irgendwo verstecken und ducken muss, nee, in die Deckung gehen muss. Das ist auch das Gute mit den Finishern, weil... Ja. Nicht im Feuer stehen. Ich jetzt letztens habe ich Wolfenstein New Order angefangen und da ist mir auch wieder aufgefallen, ja, man muss immer so viel in Deckung gehen. Ich hoffe, das legt sich noch. Im Spielverlauf meinst du? Ja, ja, das ist ja noch am Anfang, ich habe ja kaum Waffen und so. Aber ist das nicht so ein bisschen drauf ausgelegt, dass du Deckung suchst und so? Weißt naja, du? Eigentlich ist Wolfenstein auch so ein bisschen wie Doom, wenn man dort die richtige Ausrüstung hat, dann kann man auch einfach durchrennen. Ah, okay. Dann. Woran hat das hier dann gescheitert eben? An denen. Ah, da dran, dass du mich in den Arm geholt hast. Ah, jo. Speicherpunkt immerhin. So. Ja, ich würde sagen, darüber, ne? Wie sieht die Zeit aus? Ja. Wir sind am Ende dieser Folge. Ja, in 7 Sekunden. Ich sag, Abo? Die, die noch nicht gemacht haben, die machen das jetzt bitte. Mach dein Abo. Mach dein Abo. Mach dein genau, Abo. Das wäre echt saugeil. Danke für Zugucken. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, sagt es oder schweigt für immer. Hallo. Ja, bis zum nächsten Mal, ihr Süßen.